Ja, wie vorhin erwähnt, Sie loggen sich im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit mittels Single Sign-On oder ähnlicher Verfahren in Ihre Programme ein, in Ihre SAP-Fachanwendung und vollziehen da die entsprechenden Aufgaben. Wir haben hier mal ein Beispiel ausgewählt aus dem Einkauf. Es geht darum, eine Bestellung zu ändern und die abschließend signiert wird. Ausgangspunkt ist eben das Materialmanagement im SAP und die einkaufsspezifische Transaktion ME22 dazu. Sie als Sachbearbeiter ändern Sie ebenfalls die Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie sonstige Konditionen. Ja, sind alle erforderlichen Eingaben getätigt zu diesem Vorgang, schließlich daran dann auch direkt der digitale Unterschriftsprozess an. Sie sehen jetzt links, die Normalbestellung wurde geändert. Rechts sehen Sie bereits, dass die Dokumente zu dieser Bestellung, die mitgelten, herangezogen werden, nochmals betrachtet werden können. Und hier bewegen wir uns dann auch schon im Signaturprozess. Sie müssen die vorher prüfen. Wir nehmen ja hier ein qualifiziertes Zertifikat. Wir schauen uns nochmal ein zweites Dokument an. Und insofern das notwendig alles seine Ordnung hat, können wir über den Stift den Signaturprozess beginnen. Wir vereinfacht signieren wir hier jetzt alle Dokumente. Ich will vielleicht noch dazu sagen, dass so eine Vorschau auch im SAP geschehen kann. Ja, im Normalfall haben sie auch dort ihren Blick auf die Dokumente und insofern gucken wir hier trotzdem nochmal drauf und geben dann das Ganze in den Signaturprozess. Hier wird jetzt die entsprechende Signatursoftware aufgerufen. Wir werden dazu aufgefordert, die Signaturkarte zu nutzen, indem das Lesegerät aktiviert wird und die Signaturkarte eingesteckt und die PIN eingegeben wird. Ist dies geschehen, wird nacheinander jedes einzelne Dokument, das wir uns vorhin ausgewählt haben, entsprechend qualifiziert signiert, was Sie hier an den grünen Stiften erkennen können. Und damit ist im Wesentlichen der Signaturprozess auch schon abgeschlossen. Aber Ausgangspunkt war SAP und natürlich muss es dann auch dort wieder hin. Da sind wir natürlich auch frei zu definieren, wo wir diese Dokumente hinlegen. Wir haben hier jetzt mal die Anlagenliste im SAP herangezogen. Wir wählen wieder dieses Dokument aus und Sie sehen oben links am grünen Haken, dass dieses Dokument ordnungsgemäß unterschrieben ist und die Unterschrift gültig. Und ja, nach dem prüfenden Blick ist es dann im Wesentlichen dann auch abgeschlossen, der Signaturprozess. Das Dokument kam aus dem SAP, ist signiert, wieder dorthin gelangt.